mein Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen MeTime. Und wenn ihr wissen möchtet, um welchen Adventskalender es sich heute dreht, dann schnappt den Kaffee, einen Keks, einen Tee, Glühwein und dann sehen wir uns gleich. Ich bin ganz schnell nach Hause gefahren, natürlich unter Beachtung der Höchstgeschwindigkeit und habe mein Paket abgeholt und habe jetzt gerade, weil ich nicht wusste, welches Paket kommt, weil es kommen gerade mehrere wieder, einen Kalender abgeholt und ich muss sagen, ich habe noch nie so einen schönen Kalender gesehen, jetzt nicht optisch, sondern qualitativ hochwertig. Um welchen Kalender dreht es sich? Schaut's mal, um den Look Fantastic Adventskalender. So sieht er erstmal gar nicht so spektakulär aus, aber schaut's mal, ich gehe mal ein Stück zurück, so sieht er von Weitem aus. Da steht ein bisschen was. Und ich komme jetzt mal ganz nah ran. Die Fächer, seht ihr das? Die sind so hochwertig. Richtig dickes Pappe, also richtig schön. Was habe ich denn für den Kalender bezahlt? 80 Euro. Ich finde, dass dieses Jahr die Kalender unheimlich teuer sind. Wem geht es auch so? Also ich finde, alle Kalender, die wirklich ein bisschen Markenprodukte haben, die fangen bei 60 Euro aufwärts an und ich finde, das sage ich mir für den Normalsterblichen, so wie mich, einfach eine Stange Geld. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das genauso seht, aber nichtsdestotrotz werden wir dieses schöne Schätzchen unboxen. Passend dazu sind meine Nägel. Ich habe noch keine Spoiler gesehen. Ich habe auch hier hinten auf der Rückseite ist auch nichts gespoilert, aber wie gesagt, ich finde die Umverpackung richtig schön, den werde ich mir wahrscheinlich selber behalten und wie gesagt, wir öffnen jetzt einfach mal gemeinsam den Kalender, da steht bitte schon was raus. Ich weiß gar nicht, wann ich den habe vorbestellen müssen und ich meine, du hast dich auf so eine Liste eintragen müssen und dann konntest du den käuflich erwerben. Bin mir aber da jetzt nicht mehr so ganz sicher. Nachdem der wirklich auf gut Deutsch sauschwer ist, werde ich die Türchen nach und nach alleine öffnen und euch immer zeigen. Aber ich würde sagen, wir fangen mal mit der Tür Nummer 1 an. Das ist eins hier unten. Ist da nichts drin? Okay, doch, da ist was drin. Also innen ist der so lila, rosa, würde ich sagen. Und ich lege ihn mal beiseite. Und der ist wirklich richtig schwer. Ich weiß auch nicht, was für einen Wert die Produkte haben sollen. Ich werde auch hier die Preise nicht raussuchen. Und die Sachen sind anscheinend, haben wir alle eingepackt. Was haben wir denn hier bei Produkt Nummer 1? Ein Cleanser, ein Moisturizing Cleanser von Kate Somerville. Finde ich jetzt ein schönes Produkt. Ich mag so Reiniger. Finde ich für die Nummer 1 wirklich ein schönes Produkt. Ich werde es wieder einwickeln. Ob ich hier eine Verlosung machen werde, weiß ich noch nicht. Das kommt jetzt drauf an, ob da jetzt ein Produkt dabei ist, was ich nicht mag. Ich würde sagen, wir öffnen Türchen Nummer 2. In Türchen Nummer 3 haben wir dieses Produkt. Das sieht optisch schon richtig schön aus. Und zwar von der Firma, das kann ich gar nicht lesen, ich kann die Firma gar nicht lesen, weil das so blendet, Dream Code Supernatural Spray Color Wow Magical Transform Textur Amazing Proof Powders. Okay, ich glaube, das ist was für die Haare. Was ich nicht weiß, das schreibe ich euch unten einfach mal hin. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ah, das ist was für Haare. Das sprühst du dir in die Haare nach jedem dritten und vierten Waschen. Genau, ins trockene Haar. Okay, das finde ich aber nicht schlecht. Wahrscheinlich wie eine Art Sprühkur. Ich denke mal, die Produkte werden wirklich sehr hochwertig sein. Wie gesagt, wenn ich da Informationen habe, dann schreibe ich es euch runter. Aber verzeiht mir das bitte, wenn ich auch hier nicht jedes Produkt kenne. Türchen Nummer 3. Haben wir ein längliches, uns auch wieder eingepackt, also das finde ich richtig schön. Und da haben wir von Ella Musk ein Setting Spray. Das finde ich gut. Ella Musk mag ich wirklich sehr gern und Ella Musk ist wirklich eine teure Marke. Da gab es ja mal so einen Jelly Primer, den fand ich jetzt persönlich nicht schlecht. Dann gucken wir mal. Genau, dieses Spray. Ich habe ja noch Make-up drauf von heute Morgen. Es
Es riecht sehr nach Alkohol, aber sehr erfrischend. Aber der Duft geht schnell weg. Es ist auch nicht so dicker Sprühnebel, ich sag mal so Flatschen. Also das funktioniert ganz gut. Ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich sehr gerne testen werde. In Türchen Nummer 4 haben wir von Caudalie eine Moisturizing Cream. Das finde ich ein schönes Produkt von Caudalie. Da schwärmen ja ganz viele. Ich habe da schon einige Sachen probiert. Finde ich auch sehr gut. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, eine Creme braucht man immer. In Türchen Nummer 5 haben wir von der Firma Aveda ein Botanical Hair Repair, ein Leave-In. Auch das finde ich ein sehr schönes Produkt für meine Strohhaare. Nämlich diese. Finde ich dieses Produkt sehr schön. Hier haben wir übrigens 25 ml und bei der Creme von Caudalie eben hatten wir 15 ml. Also richtig schöne Probegrößen, einfach mal um die Produkte näher kennenzulernen. Türchen Nummer 6 bin ich natürlich sehr gespannt, was das ist. Und zwar von der Firma Delia, ein Lip Line. Okay. Da bin ich gespannt. Für Nicolas, ich weiß ja nicht, Look Fantastic ist ja keine deutsche Marke. Und zwar so ein Braunton ist das, glaube ich, eigentlich meine Farbe. Sitzt ihr das? Also das finde ich nicht schlecht. Ich nutze sowas tatsächlich auch als normalen Lippenstift. Also von dem her finde ich das ein sehr schönes Produkt. Vielleicht haben wir dafür auch noch einen Lippenstift drin. Cruelty free und vegan. Parabenfrei, das haben wir logisch getestet. 0,31 Gramm. Ja, hoffentlich haben wir noch einen Lippenstift dazu. In Türchen Nummer 7 ist ein sehr schönes Produkt drin und zwar von Omorovica aus Budapest. Das ist eine Maske, denke ich mir mal. Diese Firma Omorovica, die ist ja bekannt für so Meereszeug, so Naturprodukt, also nicht Meereszeug, die haben ja diese Quellen und es kommt da, meine ich meiner Meinung nach rein. Es ist noch verschlossen. Und seht ihr das? Das ist so ein grünlicher, wie so eine Art Schlamm. Ich denke mal, das ist eine Maske. Aber die teste ich tatsächlich sehr gerne. Wir haben ja 30 ml, weil Omorovica, die Produkte sind wirklich sehr hochpreisig. Und auch dieses finde ich sehr schön zum Testen. Solche Produkte mag ich immer sehr gerne in den Boxen. Wie gesagt, wenn ich zu den einzelnen Produkten immer mal Informationen habe, schreibe ich euch das natürlich unten hin, weil auch ich kenne nicht alle Produkte. In Türchen Nummer 8 haben wir wieder ein Leave-In und zwar von Philip Kingsley. Das ist eine typische Haarfirma oder Haarproduktefirma und das ist, finde ich, also 40 ml zum Testen ein tolles Produkt. Wenn jemand natürlich sehr lange Haare hat, ist das natürlich immer ein bisschen wenig, aber für meine drei Fusseln finde ich das sehr schön. Ja, ein Leave-In, genau. In Tür Nummer 9 habe ich schon gedacht, das ist nichts drin. Es ist aber nochmal eingewickelt. Und zwar von NARS, ein Blush. Ich habe tatsächlich von NARS noch gar nichts. Und Blush geht ja auch immer, schaut mal, so richtig schön eingepackt nochmal. Also wirklich ein Mini. Kostet wahrscheinlich ein Schweinegeld. Und schaut mal, also das ist ein richtig schöner Farbton. Den swatche ich auch gleich. Schaut, das ist das Rosa. Also sehr zart, aber das finde ich sehr schön für den Alltag, fürs Büro. Wie gesagt, tolles Produkt und die Größe finde ich auch super zum Testen, weil, sind wir doch mal ehrlich, wenn ich so einen Blush oder einen Bronzer oder einen Highlighter habe mit gefühlten 10 Gramm, 15 Gramm, wann soll man den alle bekommen? Also von dem her machen wir einfach mit dem nächsten Produkt weiter. In Türchen Nummer 10 ist was ganz Großes, schaut's mal, und ich habe erst gedacht, was ist denn das? Aber, oh, wenn ihr das duften könntet. One Beautiful Fragrance can create many beautiful memories. Okay. Oh, eine schöne Kerze, richtig toll. Und die duftet. Ah, die ist von Rituals. Okay, von Rituals hatte ich schon lange keine Kerze mehr. Ritual of Sakura. Wir haben hier 140 Gramm. Also die riecht nicht nach, die riecht nicht nach Rose, aber irgendwas Blumiges. Finde ich auf jeden Fall ein richtig schönes Produkt. Die bleibt natürlich gleich bei mir stehen, weil die werde ich natürlich sofort ausprobieren. In Türchen Nummer 11 haben wir von Shiseido was. Ein Ultimate Power Infusing Konzentrat. Okay. So wie so eine Art Serum, denke ich mal, wird das sein. Oh, schaut mal. Nur allein das Packaging. Ist das nicht schön? Also richtig toll. Wir haben hier
10 ml. Wie gesagt, das sind wie eine Art Probegrößen, aber nachdem die Produkte so hochwertig sind, denke ich, werden die auch einen Wert haben. Ja, bin auf jeden Fall bis jetzt richtig zufrieden. Türchen Nummer 12 haben wir wieder was für die Haare, und zwar ein Hair Primer. Habe ich noch nie gehört. Die Firma heißt Percy & Reed. Die Firma kenne ich. Die ist auf jeden Fall richtig gut. Ich finde, in den Kalendern sind sehr viel haarlastige Geschichten drin, aber nachdem die unterschiedliche Wirkstoffe haben und unterschiedliche Firmen sind, finde ich das gar nicht so schlecht. Auch hier haben wir 30 ml einfach zum Testen. In Türchen Nummer 13 haben wir was von Iconic London, und zwar, ich denke, dass das ein Highlighter ist. Schauen wir mal. Es sieht zumindest so aus. Genau, und nachdem, das sage jetzt mal, ein Produkt ist, dass man nicht zu viel braucht, reicht so ein kleines. Aber schaut mal, ist die Flasche nicht niedlich? Sie ist schon wirklich klein, aber auf der anderen Seite, man braucht da auch wirklich wenig. Ich swatche das jetzt nicht, weil ihr wisst, am Ende des Videos wird vielleicht eine Mini-Verlosung kommen. Hier werden nicht viele Produkte rauskommen, aber das eine oder andere Produkt wird in der Verlosung landen. In Türchen Nummer 14 haben wir von der Firma AH10. Eine Augencreme. Ich sag mal, Augencreme habe ich tatsächlich momentan echt viele und ich verwende die so selten. Aber jetzt für 10 ml kann man die mal testen. Ein schönes Produkt. Wie gesagt, die Firma kenne ich auch überhaupt nicht. Und mal sehen, ob sie in die Verlosung mit reinkommt. In der 15 haben wir wieder eine Creme von der Firma Renn. Und zwar eine Sleeping Cream. Also das finde ich auch sehr schön. Die Firma Renn ist ja auch eine sehr gute Marke. Finde ich auch wieder schön zum Testen. Wir haben hier 10 ml. Wie gesagt, ich öffne die Produkte nicht. Einfach, weil ich noch nicht weiß, welches Produkt in die Verlosung kommt. Aber das finde ich jetzt gar nicht mehr so schlecht. Von der Firma Renn habe ich tatsächlich auch noch kein Produkt gehabt. Was ihr in Türchen Nummer 16 sehen werdet, werde ich definitiv nicht hergeben, weil das durfte ich schon testen. Von Bubble Tea. Diesen Badefisser, also auf gut Deutsch eine Badekugel mit Rhabarber und Vanille. Die ist so schön, die gefällt mir so gut, die habe ich schon testen dürfen und oh, ich bin so froh, dass die wieder mich erreicht hat. Das ist wirklich eine tolle Badekugel gewesen und die ist auch ein bisschen größer, wenn ihr das seht. Also so ein tolles Produkt, wenn man die nachkaufen kann, werde ich definitiv die mal mir anschaffen. In Türchen Nummer 17 haben wir was Merkwürdiges drin, und zwar von This Works, ein Spray. Stress Check Mood Manager. Okay, das heißt, das sprühst du dir wahrscheinlich irgendwie früh morgens ins Gesicht, damit du wach wirst. Vielleicht stinkt es wie Sau. Oh, das hat aber einen sehr herben Geruch. Es riecht für mich eher wie Krankenhaus ein bisschen. Aber das werde ich trotzdem mal testen, weil das sind nur 10 ml. Das wird mich jetzt nicht umbringen. Ja, es hat schon so einen eigenartigen Geruch, aber man testet es halt mal. In den nächsten Türchen, nämlich in der 18, haben wir was von Christophe Robin. Und zwar ein Scrub. Ich glaube, das ist für die Kopfhaut. Das weiß ich noch nicht, ob ich das so gerne testen mag, weil ich immer das Gefühl habe, mir bleibt das sowas in die Haare. Wir haben hier 40 ml. Es riecht sehr schön. Ich glaube, ich werde es mal testen. Es hat eine sehr feste Konsistenz, es riecht wirklich ganz angenehm. Das soll sozusagen mal den ganzen Schmodder von deiner Kopfhaut runterbringen. Wenn man viel Trockenshampoo oder so nimmt, dann ist natürlich da, dann bleibt auch viermal auf der Kopfhaut hängen. Und mit so einem Produkt kann man das natürlich wieder wegmachen. Wir machen Türchen Nummer 19 auf. Und mir gefällt das wirklich gut, dass die Sachen alle nochmal eingepackt sind. Und was haben wir denn da? Ein Sculpting Gel. Drachenblut, okay. Ja, also wie gesagt, ich muss die Sachen auch erstmal raussuchen und gucken, was die machen sollen, wie ich die finde. Wie gesagt, mir kommen die Firmen teilweise so unbekannt vor. Klar hat man die dann immer mal gesehen, aber ja, einfach mal durchtesten. In Türchen Nummer 20 haben wir eine Mini-Version von einem Serum. Bio-Effekt EGF Serum. Und das weiß ich, das ist richtig teuer. Also da muss man auch richtig sparsam mit umgehen. Ich sag mal, wenn du ein Serum in den Kalender hast mit dem Preis und hast dann so eine kleine Flasche, dann muss das richtig viel Geld kosten. War auch gut verpackt, muss ich sagen.
Auch dieses werden wir mal testen. Jetzt ist es so, dass der Kalender bald schon wieder alle geht. Wir haben schon Türchen Nummer 21 und wir haben von Diego de la Palma einen schwarzen Kajal zum Rausdrehen. Der wird definitiv bei mir bleiben, weil meiner nämlich gerade alle geht. Aber das finde ich ein Produkt, das kann man immer wieder gut gebrauchen. Der eine oder andere mag lieber die aus Holz zum Anspitzen. Ich bin da momentan nicht so festgelegt. Ich würde sagen, wir öffnen Türchen Nummer 22. Wenn ich es denn auf Anhieb finde. Nachdem das ja ein englischer Kalender ist, haben wir nicht nur die 24, sondern auch die 25. Und was haben wir hier in der 22? Und zwar ein Beauty Sleep Hyaluronic Mist von Balance Me. Auch dieses ist wieder ein Spray. Hat was Kräuteriges. Ja, finde ich nicht schlecht. Werde ich auf jeden Fall sehr gerne testen. Der Kalender neigt sich jetzt tatsächlich zum Ende und jetzt haut, sage ich mal, Look Fantastic nochmal was raus. Und zwar von Avant ein Handbalm, also eine Handcreme. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich froh, dass ich das jetzt habe, weil das letzte habe ich tatsächlich verschenkt für eine liebe Freundin, weil die sich das von Avant gewünscht hat. Und deswegen bin ich froh, dass ich es jetzt habe. Weil Avant ist natürlich ein Produkt, wo ich mir denke, so ein 50 ml drin, Avant heißt teuer, / teuer, also von dem her, es ist in diesem Kalender. Für uns ist jetzt Heiligabend, das heißt, theoretisch müsste jetzt ein super Produkt drin sein und das ist es auch. Und zwar von Elemis ein Facial Wash. Also Elemis, wie gesagt, auch eine hochpreisige Marke, habe ich am Anfang auch nicht so gern mögen, musste ich mich ein bisschen rantasten. Und ich finde halt, wenn diese Sachen immer in den Kalendern drin sind, kannst du dich einfach probieren, weil wenn du online schaust, die Preise sind schon gepfeffert, sage ich jetzt mal so. Und so kannst du einfach die Sachen mal testen und dann immer noch sagen, ist das was für mich oder nicht. Wir haben hier 30 ml. Ja, auch dieses werde ich sehr gerne testen und jetzt bin ich mal gespannt, was die 25 für uns zu bieten hat. Und ich muss sagen, die 25 ist wirklich richtig gut und zwar von der Firma Esper eine Clean and Green Detox Mask. Also ich würde sagen, das ist ein Originalprodukt mit 55 ml. Also das ist eine tolle 25/24. Schau mal, das ist so eine Maske, die du dir aufträgst, so eine grüne. Also ein richtig tolles Produkt. Wäre für mich auch eine 24 gewesen. Also richtig tolle Sachen in diesem Adventskalender. Bitte habt Verständnis, dass in diesem Kalender wenig Produkte abgefallen sind, die für euch sind. Aber ich lasse mich nicht lumpen, weil nicht, dass es dann später meist, ja, sie hat doch aber immer versprochen, wenn Adventskalender-Unboxing ist, dass man was gewinnen kann. Na, freilich kann man was gewinnen. Lass mich ja nicht lumpen. Und wenn du dich nicht spoilern lassen möchtest, dann schalt jetzt ab. Schau dir in die Infobox die Informationen an, was du machen musst oder nicht machen musst. Und für alle diejenigen, die gern wissen möchten, was sie gewinnen können, die können gerne dranbleiben. Ich habe 3 Produkte ausgesucht aus dem Adventskalender, die zwar sehr schön sind, aber die ich euch gerne geben möchte. Und vielleicht freut sich ja der ein oder andere. Und zwar, wir fangen an mit der Caudalie Creme. Produkt Nummer 1, das Packaging finde ich so richtig schön. Dann Produkt Nummer 2, der Iconic Highlighter von der Firma Ren, die Sleeping Cream. Und jetzt kommt das Produkt, was nicht aus dem Kalender ist, was ich eigentlich sehr schön finde, aber nachdem ich mich nicht lumpen lassen möchte, sonst ist das Gezicke vielleicht zu groß. Nein, Spaß beiseite. Und zwar von Barbour. Ein Aha Peeling Overnight. Ich habe es noch nicht geöffnet. Ich weiß nicht mal, wie das innen aussieht. Also es ist noch komplett verpackt. Ich sag mal, das ist vielleicht auch eine schöne Geschenkgeschichte, wenn jemand sagt, ich nutze es selber nicht, nehme am Gewinnspiel teil und verschenke das vielleicht einer Freundin oder einer Mama zu Weihnachten. Genau, das sind die Produkte. Ich zeige es euch nochmal. Creme, Maske, Highlighter. Und AHA Peeling. Ich würde sagen, das ist doch eine gute Verlosungsgeschichte. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, wie ihr den Kalender findet. Ich muss jetzt erstmal ein paar Sachen raussuchen, wie das alles funktioniert, wie das heißt, bla bla bla. Und da schreibe ich euch jeweils zu dem Produkt, was ich an Informationen habe, natürlich drunter, damit wir zusammen nicht dumm sterben.
Sicherlich wird es schon ein paar Videos geben, aber schön, dass ihr wieder bei mir gewesen seid, dass ihr eine gemeinsame Me-Time mit mir gemacht habt. Ich werde versuchen, das Video heute noch hochzuladen, dann müsste es Video Nummer 3 heute sein, weil ich habe die 700 Abonnenten-Verlosung auch da oben gemacht. Und bitte, wer ein stiller Abonnent ist, seid doch so gut und lasst ein Abo da. Also ich will jetzt hier nicht jammern, aber ich habe 13% Abonnenten und der Rest sind keine Abonnenten, sagt meine Statistik. Entweder ist sie kaputt oder hier läuft was schief. Aber ich würde sagen, wir jammern jetzt hier mal nicht mehr rum. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, beziehungsweise Donnerstag.